Leute, wie immer herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es leider ein nicht so freudiges Videothema, aber es ist ein Thema, was dringend angesprochen werden muss, weil es einfach eine Grenze überschreitet, die ich selbst nicht mehr ertragen möchte und Dinge sind, die ich nicht mehr schlucken möchte und die man nicht einfach so ignorieren soll und kann und darf. Es geht schlichtweg um das Thema Cybermobbing. Als ich vor rund einem Jahr mit YouTube angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich jemals so ein Videothema bringen muss. Und ich bin übertrieben geschockt, erschüttert und wenn sich das vielleicht für manche ein bisschen krass anhört, ist es nicht. Ich beziehe das Ganze jetzt mal einfach auf meine Situation, damit ihr versteht, was ich meine. In den letzten Tagen habe ich unter meinen, vor allem Instagram-Posts, so heftige Sachen gelesen, dass mir wirklich alles aus dem Gesicht gefallen ist. Dass es Hater-Pages gibt mittlerweile, ist ja nichts Neues. Aber man schaut da so lange drüber weg, bis es einen selbst betrifft. Also was heißt, man schaut darüber weg? Man empfindet es nicht als so nah. Man empfindet es zwar als total grausam und einfach nur super ätzend, aber es kommt nicht so nah an einen heran. Das, was ich allerdings momentan unter meinen Instagram-Bildern lesen muss, ist wirklich die unterste Schublade, die ich finden konnte. Es fängt an mit du Fotze, du Hure. Dass ich sowas überhaupt sagen muss, ist ernsthaft. Ich komme gar nicht drüber weg. Ich bin einfach sowas von sauer, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann lese ich Sachen wie, bitte werd nicht so wie Dagi, du bist genau so eine wie Dagi und so weiter. Und das sind einfach solche Vereinigungen, das sind Gruppen, die sich zusammenschließen, jetzt in dieser Sekunde unter dieses Bild zu schreiben und dann hast du auf einmal 6, 7 solcher Kommentare da stehen, wo ich denke, wow, was geht denn jetzt ab? Was habe ich getan, dass man mich so beleidigen muss? Und das ist eben die Sache, ich habe gar nichts getan. Diese Leute pushen sich gegenseitig hoch, die haben WhatsApp-Gruppen, die haben, wie gesagt, diese Instagram-Profile, wo sie sich gegenseitig die ganze Zeit hochpushen, gegen eine oder gegen mehrere Personen, die sie halt einfach unsympathisch finden. Und sich denken, nee, die Person gefällt mir gar nicht. Ist ja gar kein Ding, überhaupt nicht. Mein Gott, wisst ihr, wie viele Menschen es gibt, wo ich mir denke, oh Gott, nicht die schon wieder, oh Gott, nicht der schon wieder. Und es gibt auch YouTuber, wo ich sage, boah, die fühle ich gar nicht. Die ist so gar nicht mein Ding. Und wenn ich nochmal ihre Stimme höre, dann explodiert mein Laptop. Ich meine, es wäre ja super unmenschlich, wenn ich sowas nicht auch hätte. Und wenn ich jeder von uns so Personen hätte, die ja einfach nicht ab kann, die einem einfach unsympathisch sind. Und ich habe auch überhaupt gar kein Problem, wenn jemand genauso über mich denkt und sich denkt, boah, Alter, diese Schminkfresse. Ist ja völlig natürlich, gar kein Problem. Aber diese Meinung muss ich doch nicht öffentlich im Internet publizieren. Das kann ich einfach für mich behalten, das kann ich meinen Freunden sagen. Ich kann auch mit meinen Freunden darüber lästern, mein Gott, wir alle lästern. Aber sobald es dann wirklich öffentlich geht und daraus eine Hetzkampagne wird, da hört einfach der Spaß auf. Und ich spreche jetzt genau wirklich diese Personen an. Ihr denkt nicht darüber nach, was ihr diesen Personen antut. Ihr denkt wirklich, diese Person sitzt da und denkt sich, ach, oh Gott, schon wieder eine Hate-Page. Oh, egal. Nein, so ist es nicht. Am Anfang denkst du das vielleicht. Aber wenn es wirklich so weit geht, dass du jeden Tag sowas lesen musst, dann fällt dir das nicht mehr so leicht. Denn diese Leute, die lesen sich diese Kommentare durch. Natürlich ist es das, was ihr wollt. Aber diese Personen sitzen heulend vorm Laptop. Die denken sich dann teilweise wirklich, boah, wenn alle sagen, dass ich so bin, stimmt das dann vielleicht nicht wirklich und ich habe irgendwie diesen Überblick, diese Kontrolle darüber verloren. Und wenn es so weit geht, das ist echt eine Grenze, die darf man nicht überschreiten. Und wie Timo damals schon in seinem Video gesagt hat, was ich euch auch mal hier unten in die Infobox verlinke, was ich sehr, sehr gut fand, zum Beispiel Morddrohungen, die gemacht werden. Und da geht es darum, dass es nicht das erste Mal wäre, dass sich jemand wegen solchen Cybermobbing-Attacken und wegen solchen Anschuldigungen und Beleidigungen einfach mal umbringt. Und das ist wirklich nicht übertrieben, was ich hier sage, denn das wäre nicht das erste Mal. Denn es gibt Menschen, die haben nach außen hin vielleicht so ein richtiges Selbstbewusstsein. Ich meine, du kannst natürlich nicht hier vor der Kamera sitzen und ja, aber ich weiß auch nicht, was ich hier gerade machen soll. Du musst halt einfach etwas rüberbringen und das macht man ja auch gerne, aber was hinter dieser Fassade steckt, da hat niemand eine Ahnung von da draußen. Denn ihr seht uns nur über den Bildschirm, ihr seht uns nur über das Internet. Und ihr habt nicht den Hauch einer Ahnung, was eigentlich in unseren Köpfen abgeht. Und ihr habt keine Ahnung davon, ob wir nicht wirklich vorm Laptop sitzen und einfach nur fertig sind,
heulen und uns denken, ey, was soll das? Warum, womit habe ich das verdient? Und da komme ich direkt mal zu dieser einen Sache, die mich extremst aufregt, wo sich einfach Leute momentan so hochpushen und es einfach der absolute Trend geworden ist, YouTuber als Geldgeil zu bezeichnen. Wir würden Leute abziehen, wir würden Leute verarschen. Was zur Hölle? Wer hat euch eigentlich in den Kopf geschissen? Tut mir leid, dass ich jetzt mal ernsthaft ein bisschen unangebrachte Worte hier bringen muss. Aber anders kann ich mich einfach dazu nicht mehr äußern, denn es steht mir einfach hier. Wir produzieren Videos für euch, das sollen wir auch tun, auf jeden Fall. Geld dafür bekommen sollen wir aber auf gar keinen Fall. Sag uns mal bitte einer, wer soll unsere Miete bezahlen? Wer soll uns Essen kaufen? Wer soll uns Anziehsachen kaufen? Wer soll uns überhaupt das Leben finanzieren? Sollen wir vielleicht lieber von Hartz IV leben und auf Kosten des Staates leben? Oder sollen wir mit diesem Geld, was wir verdienen, was wir ehrlich verdienen, unsere Steuern bezahlen? Das ist nämlich wieder die Sache. Ihr denkt immer nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann ist bei euch Schicht. Und dann diese Leute, die Klugscheißern, was habe ich letztens gelesen? Ja, mach doch deine Videos am besten immer 10 Minuten, weil erst ab dann verdient man Geld bei YouTube. Heißt das mit all meinen anderen Videos, die unter 10 Minuten sind, wo man auch vor seinem scheiß Schnittprogramm sitzt und immer versucht, die unter 10 Minuten zu kriegen, weil die Leute jetzt sonst sowieso abschalten, heißt das, dass ich mit diesen Videos keinen Cent verdient habe? Geil, wusste ich gar nicht. Ich möchte euch einfach nur mit diesem Video mal ganz kurz darauf hinweisen, dass es absolut nicht angebracht ist, solche Hetzkampagnen zu starten. Ich fasse nochmal zusammen, dass es hier überhaupt nicht darum geht, dass wir nicht Kritik vertragen können. Kritik ist was ganz, ganz, ganz Gutes und was super Hilfreiches für Leute, die wie ich zum Beispiel Videos im Internet produzieren. Wir sind ja nicht perfekt, wir machen nicht die perfekten Videos. Wir brauchen immer wieder neue Inspiration, immer wieder neue Punkte, die uns Zuschauer in die Kommentare schreiben und sagen, ey, mach doch mal so und boah, dein Hintergrund letztes Mal war, fand ich jetzt nicht so geil oder kauf dir mal ein Mikrofon oder was weiß ich. Keine Ahnung, das ist Kritik, die einfach super eingebracht ist und das ist konstruktive Kritik. Aber Kritik hat nichts damit zu tun, unter einem Video zu schreiben, du bist sonst was. Oder einfach zu schreiben, das Video ist scheiße. Ja, dann sag mir doch, was an dem Video scheiße ist, dann kann ich es vielleicht beim nächsten Mal ändern. Im Endeffekt geht es einfach darum, niemand mag jeden. Es gibt zum Beispiel bestimmte YouTuber, die ich mir gar nicht erst reinziehe. Weil ich sie einfach nicht sympathisch finde. Weil sie einfach nicht für mich das verkörpern, was ich geil finde an Content und das einfach nicht so meine Videovorstellungen sind. Und dann höre ich immer diese Sachen von wegen, ihr stellt euch in die Öffentlichkeit, dann müsst ihr auch sowas abkönnen. Na klar, ich meine, wir rechnen natürlich damit, denn jeder hat eine andere Meinung, jeder hat einen anderen Geschmack, aber man muss nicht akzeptieren, aufs Übelste beleidigt zu werden und wirklich im Internet gemobbt zu werden. Denn mal abgesehen davon, Leute, ist es alles andere als legal. Hassrede zum Beispiel ist eine Straftat. Oder diese Gerüchte, die verbreitet werden, das ist üble Nachrede, das ist alles strafbar, das steht im Gesetz, das könnt ihr nicht machen. Und wenn ihr irgendwann mal an die falsche Person geratet, die euch deswegen verklagt, dann habt ihr echt gelitten, Leute. Ernsthaft. Die meisten von den Leuten da draußen, die diese Pages haben, sind natürlich noch nicht mal strafmündig. Was ich ehrlich gesagt noch viel schlimmer finde, dass Leute in dem Alter schon so drauf sind. Da ist in der Erziehung auf jeden Fall irgendwas falsch gelaufen. Und denkt einfach mal an später. Möchtet ihr euren Kindern oder euren Enkelkindern mal erzählen, oh, damals mein Kind, da habe ich YouTuber im Internet fertig gemacht. Ich hatte sogar eine eigene Hate-Page mit 200 Followern. Da, mein Schatz, da kannst du dir mal ein Beispiel dran nehmen. Ich bitte euch, das will doch niemand seinen Enkelkindern oder Kindern erzählen oder irgendjemandem erzählen. Das ist doch nichts, worauf man stolz sein kann. Das ist doch die absolute Katastrophe. Aber naja, dieses Video war absolut nicht geplant. Ich habe mich jetzt einfach mal hier hingesetzt und drauf losgelabert. Deswegen habe ich wahrscheinlich 1000 Punkte, die ich eigentlich in meinem Kopf habe, vergessen. Aber ich möchte einfach, dass die Message auf jeden Fall rüberkommt, dass ihr euch Gedanken darüber macht, dass es nicht cool ist, was ihr macht. Lasst einfach diese Personen ihr Leben leben. Ist doch total egal. Ey, wenn ihr die scheiße findet, dann findet die doch scheiße. Findet mich scheiße. Das juckt überhaupt niemanden von uns. Damit möchte ich das Video auch eigentlich schon beenden. Das sollte eigentlich nur ein kurzes Video werden. Ich glaube, es wird aber doch nicht ganz so kurz. Ich möchte einfach nicht solche Kommentare unter meinen Bildern lesen. Ich meine, ihr müsst doch mal daran denken, dass meine Familie, meine Freunde auch Internet haben und sowas vielleicht auch lesen müssen und ich möchte einfach nicht, dass ich irgendjemand
aus meiner Familie oder meinem Freundeskreis sich Sorgen machen muss, ob ich diesem Druck gewachsen bin. Noch bin ich diesem Druck absolut gewachsen und ich kann das verkraften und ich kann auch zum größten Teil darüber wegsehen, aber wäre ich zum Beispiel an Dagis Stelle, würde ich mich ganz anders fühlen und da wüsste ich nicht mehr, ob ich diesen Job noch weitermachen könnte. Aber ja, wie gesagt, ich möchte das Video gerne beenden und euch trotzdem einen schönen Tag wünschen und vielleicht denkt ihr ein klitzekleines bisschen darüber nach. Bis zum nächsten Video. Tschüss!